Freunde, herzlich willkommen zurück zu Lego Marvel Super Heroes 2 auf der PS4 mit mir, eurem Whitey. Und Freunde, ihr habt schon den Titel gesehen. Ja, ein neues DLC ist raus, das Marvel's Runaways DLC, Freunde. Und ja, das ist eine Serie, die im Mai in deutschem Pay-TV kommt. Ja, ich hab davon noch nie etwas gehört. Aber Freunde, ne, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, dass es gut ist, Freunde. Ne, lass uns das auf jeden Fall angucken hier. Hier unten sind die ganzen Charaktere, Freunde. Wir haben also alle ab hier, da. Freunde, wir haben uns gleich anschauen. Wir gehen jetzt erst einmal in das Level rein und dann schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an. Auf der Flucht, okay. Let's go. Schauen wir mal, worum es dort geht. Was würdet ihr tun, wenn ihr herausfindet, dass eure Eltern zur Superschurkenbande The Pride gehören? Darf ich euch vorstellen? Die Runaways. Coole Kids mit weniger coolen Eltern. Da gibt's Nico, sie ist eine Hexe. Carolina, eine Außerirdische. Gertrude, echt cool. Sie ist telepathisch mit einem Dino verbunden. Und natürlich Molly, eine superstarke Mutantin. Und dann ist da Chase. Er hat die Handschuhe seines bösen Vaters geklaut. Ich weiß, das klingt erstmal nicht so cool wie die anderen. Aber zu seiner Verteidigung, die sind wirklich mächtig. Die schießen sogar Feuer und so. Also gut, gerade sind die Runaways in einer riesigen Blase auf dem Weg zu einem Unterwassertempel. Warum? Weil ihre fiesen Eltern sich mit irgendeiner Unterwassersekte eingelassen haben. Darum! Und es geht um ein uraltes Ritual, bei dem mysteriöse Riesenkreaturen mitmischen. Da können die Runaways mal ihre frühreifen Superkräfte einsetzen, was? Mehr oder weniger. Nico teleportiert das Team zwar halbwegs in Sicherheit, aber wird selbiges dabei getrennt. Also müssen die Runaways ihre Superkräfte und ihren Verstand einsetzen, um das lebendig zu überstehen. Wow! Und ich hielt meine Familie für schlimm. Okay, hallo? Freunde. Jetzt Molly? Wissen wir Bescheid. Carolina? Leichte Schwindelgefühle, was? Ja, sowas passiert beim Teleportieren. Also gut, von diesen riesigen Gestalten abgesehen, ist das doch ein toller Unterschlupf. Das klassische Versteck eines Schurken von Welt. Nett. Nico scheint gerade irgendwo festzustecken und es fehlt jemand. Okay, also Freunde, wir haben Molly und wir haben Carolina. Wir müssen die anderen beiden befreien. Autsch, das gibt einen fiesen blauen Fleck. Der ist da drunter, okay, jetzt habe ich es gesehen. Braucht Hilfe dabei. Ja, gut. Machen wir. Okay, so, jetzt bauen wir mal was Schönes auf hier. Okay. So, dann machen wir das hier auch noch kaputt, weil wir müssen ja, glaube ich... Warte mal, ist das hier nicht die Mutantin? Ja, oder auch nicht. Okay, ich krieg's auf jeden Fall so nicht kaputt. Mein Gott. Okay, ich krieg's definitiv so nicht kaputt. I don't know. Okay, die kann nicht fliegen. Die kann fliegen. Okay, geil. Dann schauen wir doch mal hier oben, ob hier was geht. Okay, da brauche ich natürlich sie für, ist klar. Aber die Frage ist, wie kriege ich uns da... Ah, ja klar, jetzt weiß ich, wie ich uns da hochkriege. Natürlich, okay. Alles klar. Alles klar, und ich glaube, um das kaputt zu machen, brauche ich den Typen mit den Handschuhen. Der kann das? Ich glaube ja, oder? Ja, das wird schon so kommen. Geil ist auch, dass die Kleinste die Mutantin ist, ne? Bird ist frei. Jetzt ist alles gut. Außer, ja, dass Nico feststeckt und sich diese Wand bewegt. Und... das Steinmonster! Ein Steinmonster, okay. Ich brauch mal den dicken hier, wo ist er? Nee, komm her. Du. Nee, das ist der gar nicht, ne? Der ist Gertrude. Die macht Musik. Okay, krass.
Okay, das Steinmonster war extrem, muss ich sagen. Das war schon wirklich hart. Sehr gut. Schicke Sonnenbrille. Das ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Halte durch, Nico. Deine Rettung naht. Was? Ich bin hier. Ich helfe. Irgendwie. Okay, vielleicht die fünf Krebse, wo die kaputt waren. Alles klar, weil die Bescheid. Sehr gut. So, ich brauche schon wieder überall Iron Man für. Natürlich brauche ich da auch Iron Man. Nein, nicht, den muss ich spielen. Okay, wie kriege ich dich da raus? Was übersehe ich? Ja, so ist das auf jeden Fall nicht richtig. Ah. Er hilft mir auch nicht weiter. Okay. Lass uns kurz hier mal weiter gucken. Okay, da brauche ich den Doktor für. Ach, guck mal, hier, wir können hier unten auch lang. Okay. Okay, hier unten ist aber nichts. Okay, was übersehe ich? Ich weiß... Warte mal. Da, die konnte das doch auch. Ich wollte es gerade sagen, ey. Da steht Iron Man und die kann das doch auch. Okay, eine weitere Sonnenbrille kann das? Kommt das hin? Ja, schon. Retro ist gerade angesagt. Sehr gut, jetzt ist die gute frei. Arbeit, Mädels. Hallo. Und jetzt nichts wie raus mit euch, bevor hier alles zusammenstürzt. Wenn ihr da drüben ein bisschen an der Uhr dreht, müsste euch das weiterhelfen. Wer hat an der... Warte mal. Genau. Ich wollte es gerade sagen, ey, die hat das doch bestimmt drauf, ey. Sehr gut. Denn? Jawohl. Wow! Schon gut. Alles in bester Ordnung. Da ist der Dino. Ich bin sicher, das war Teil des Plans. Stimmt's, Gert? Ja, klar. Molly sieht gar nicht gut aus. Nein. Sie sollte sich besser ein wenig ausruhen. Ja. Carolina, du drückst ab jetzt mit Molly die Bank. So, wo ist denn nun dieser Dinosaurier? So, ich habe ihn gerade gesehen, der war hier. Irgendwo da ist er. Ach, da vorne ist er, genau. In der, ist er in so einer Luftblase, hat er nicht ertrinken kann, ne? Ich glaube ja. Okay, ich glaube, du bist dafür eher geschaffen. Gertrude, komm Gertrude, hau mal einen raus hier. Was muss ich machen? Links? Ach so, nee. Ach, ich muss die Kugel bewegen. Ah. Den Ball kriege ich nicht kaputt, da, den Krebs, ne? Nee. Da ist er! Jawoll! Old Lace, Alter, mega! Und wo ist Chase? Der Kopf des Teams. Der klügste Typ, den ich... Ich kann das nicht aussprechen und dabei noch ernst bleiben. Ich hab's echt versucht. Da macht sie sich über ihn lustig. Ist das lustig? Nein. So. Oh, jawohl. Da ist er ja. Chase steckt unter dem Frosch fest.
Na los, pack mal mit an. Kommt halt in die Sprünge. Alter, wo kommt er denn her? Knall ihm eine. Bam, bam, bam. Schön mit dem Schwanz hier. Voll, jetzt wieder bam. Jawohl. Okay, was ist das? Eine Fliege. Ah, bei dem Frosch. Jetzt macht er bestimmt das Maul auf und dann... Mit der Zunge so. Oder auch nicht. Brauche ich eine Fliegenklatsche? Um die da wegzuholen? Wahrscheinlich, oder? Ich würde ja mein... Ah, guck mal einer an. Okay, jetzt kommen wir schon ein bisschen näher. Nein, was ist das? Ah ja, für... Okay, klar, für Star-Lord. Eine Fliegenklatsche. Ohne Scheiß, ihr habt da noch nicht gespielt, aber ist ja wohl klar. Pass auf, jetzt wollen wir hauen. Dann fliegt die weg und jetzt kommt der Frosch und lau, lau, lau. Sehr gut. Oh, ich muss da rein, okay. Ach, Gedankenkontrolle kann die auch, ey, lecker fett. Hier war ein zweiter Krebs. Okay, den einen habe ich ja gesehen, aber den... Warte mal, ist da hinten ein Minikit da hinten? Da war's, okay. Habe ich, alles klar. So, hier vorne war der dritte Krebs, aber nützt ja nichts, der Krebs hier. So, da vorne muss ich irgendwas rausziehen, ich habe es gesehen. Warte mal, die Statue? Okay, die nicht. Wenn man ein paar Freunde mit Superkräften retten muss, oh, und ein Dinosaurier, benutzt man am besten ein U-Boot, das aussieht wie ein Frosch. Ist doch Logo. Das war mal richtig klasse. Diese Leute sollten ihr eigenes Spiel bekommen. Oh, und eine Fernsehshow. Es gibt so viele Möglichkeiten. Oh, ich könnte als Gast auftreten. Wo ist mein Nugget? Simpel und einfach, würde ich sagen, Freunde. Runaways Level DLC Pack. Okay, das war wirklich simpel gewesen, muss ich sagen. Gut, wir mussten die einmal befreien. Die haben bestimmt, wir wollten einfach nur zeigen, einmal die ganzen Fähigkeiten der Charaktere und so weiter, wer das ist und so weiter und so fort, denke ich mal. Also viel mehr war das nicht gewesen. Ich frage mich auch, ob das überhaupt geplant war, dieses Level DLC zu machen. Keine Ahnung. So, ja. Ba-ba-dam, bam, bam, bam. So, wir bekommen Alex Wilder. Wir bekommen Chase Stein. Die Gertrude. Nico. Ja, die Carolina. Molly. Molly, Molly, Molly. Und wer fehlt noch? Old Lace, der kleine Dino. Sehr schön.